Die ewige Frage, welcher Dino farmt am besten Holz, geht in die nächste Runde und diesmal steht der Biber und der Terrazino auf dem Prüfstand. Beide treten heute an, um zu entscheiden, welcher Dino am besten Holz farmt. Wenn du also wissen willst, welcher Dino am besten Holz farmt, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es wahrscheinlich in die letzte Runde bei der Frage, welcher Dino farmt am besten Holz? Das Prinzip ist wie gehabt, wir haben hier objektive Kategorien, die ich mir selbst ausgedacht habe, deshalb sind sie auch ein bisschen subjektiv. Wir lassen hier zwei Level 150er bzw. 200 Level, zwei Level 225er Dinos gegeneinander antreten. Ich habe nichts gelevelt, Farmen ist auf mal 1 eingestellt und ja, das ist das Prinzip der Serie. Wer die letzten zwei Videos nicht gesehen hat, hier oben auf dem i könnt ihr die angucken und euch nochmal überzeugen, welcher der beste Farmdino ist. Aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir legen los mit der ersten Kategorie und die heißt Sattelverfügbarkeit. Bei dem Biber ist der Sattel ab Level 61 verfügbar und beim Terrazino ist der verfügbar ab Level 69. Heißt, in der ersten Kategorie geht der Punkt an den Biber. Kommen wir also auch schon zur zweiten Kategorie und das ist folgende. Die Zähmung. Beim Biber haben wir eine Zähmdauer von 1 Stunde und 24 Minuten. Wir brauchen 23 Pfeile mit der Armbrust, 22 mal Kibbel und 280 mal Narkose. Beim Terrazino sieht das Ganze wie folgt aus. Wir haben eine Zähmdauer von 2 Stunden und 13 Minuten. Wir brauchen 59 Pfeile mit der Armbrust, 39 mal Kibbel und das ist das beste Kibbel, was es gibt. Das heißt, es ist also ganz schön viel. Und wir brauchen ganze 583 mal Narkose. Der Punkt in der zweiten Kategorie geht also hier auch wieder an den Biber, einfach weil er einfacher zu zähmen ist. Kommen wir zur dritten Kategorie. Gibt es eine Werkbank bei den beiden Dinos? Und wir schauen einmal rein hier beim Biber. Da haben wir eine Werkbank drin. Das heißt, da gibt es also schon mal einen Punkt für den Biber und beim Terrazino gibt es keine Werkbank. Dementsprechend ein weiterer Punkt hier für den Biber. Kommen wir also zur nächsten Kategorie. Gibt es Autofarming bei den Tieren? Und das schauen wir uns mal zuallererst beim Biber an. Und zwar stellen wir ihn auf Wandern und dann müsste er farmen. Und das tut er hier gerade auch. Das heißt, es gibt Autofarming beim Biber. Sehr schön. Prüfen wir das Ganze auch nochmal beim Terrazino. Einmal auf Wandern stellen und mal sehen, was passiert. Und da haut er zu. Das heißt, der Terrazino kann auf jeden Fall auch automatisch farmen. An dieser Stelle also für beide Dinos jeweils ein Punkt. Soweit die Theorie, aber wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Das schauen wir uns jetzt an. Wie ist die Farmrate nach 10 Schlägen? Beide Dinos sind einmal durch, kommt also jetzt der Vergleich. Beim Biber haben wir nach 10 Schlägen 920 Holz und beim Terrazino sind das 1105. Und das überrascht mich jetzt sehr, denn laut Dododex soll der Biber der beste Holzfarmer sein. Der Punkt für die Farmrate geht denn also überraschenderweise an den Terrazino und interessant ist ja jetzt noch, dass wir den Terrazino sogar noch weiter leveln können, weil wir haben ja hier die Harvesting Level. Da haben wir hier einmal sanftes Ernten, das bezieht sich glaube ich dann auf Stroh und einmal grobes Ernten, das müsste sich auf Holz beziehen, das heißt, da können wir das Ganze nochmal weiter pushen. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist die maximale Traglast. Wie viel kann also der Dino tragen, bis er komplett voll ist und sich quasi nicht mehr bewegen kann? So, beim Biber ist Feierabend, da tut sie nicht mehr ganz so viel. Und auch der Terrazino bleibt stehen. Kommen wir also zum Vergleich. Und da haben wir beim Biber 2084 Holz. Beim Terrazino sind das dann nur 1572 und das kommt daher, dass der Biber einfach auch einen Buff auf Holz hat. Nicht ganz so stark wie das Mammut, hier haben wir ein Gewicht von 260 und beim Terrazino sind das 393. Und dieser Punkt geht dann dementsprechend einmal an den Biber. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist das Tempo bzw. die Geschwindigkeit. Wir lassen uns mal wieder folgen von dem vermeintlich langsameren Tier, um zu sehen, ob wir davonziehen oder ob es mithalten kann. Und so wie das aktuell aussieht, bauen wir da Distanz auf. Das heißt, wir sind schneller als der Biber. Ja, es wird relativ deutlich tatsächlich. Der Punkt der Geschwindigkeit geht also hier an den Terrazino. Kommen wir also zur nächsten Kategorie und das ist die Tragbarkeit. Also mit welchem Dino können wir den jeweiligen anderen Dino tragen? Fangen wir an mit dem Petri und wir schauen mal, funktioniert das beim Biber? Nope. Funktioniert nicht. Dementsprechend überrascht uns das auch nicht, dass es beim Terrazino auch nicht klappt. Machen wir weiter mit dem Agi. Einmal beim Biber. Das funktioniert. Können wir also mit dem Agi hin und her tragen, ist kein Problem. Nochmal der Vergleich beim Terrazino. Nein,
funktioniert leider an dieser Stelle nicht. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Und zwar ist es der Quetz. Funktioniert beim Biber wunderbar, hängt hinten dran, kein Problem. Und dann müsste es auch beim Terrazino klappen. Und so ist es. Also wir können den Terrazino erst mit dem Quetz ziehen. Dementsprechend geht an dieser Stelle der Punkt an den Biber. Und natürlich kann man das auch wieder umgehen, indem man sich Kryokapseln holt. Die kann man nämlich mit Level 51 holen und auch schon in einem Obelisken herstellen. Obelisken sind diese Dinger da auf der Map. Hier, sofort. Da könnt ihr die drin herstellen. Ab Level 51 ist also kein Problem, aber dennoch der Punkt geht an den Biber, weil man den Agi früher kriegt als den Quetz. Kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie und das ist die Verteidigung. Wir gehen wieder drei verschiedene Dinos durch und schauen, wie gut sich die beiden Dinos da schlagen. Wie immer fangen wir mit dem Raptor an und wir schauen mal, er kriegt uns, glaube ich, nicht runtergezogen. Das ist wie gehabt. Stellt also kein Problem da. Wir haben einen guten Knockback, das heißt, wir können sogar den Raptor auch auf Distanz halten. Ist für den Biber kein Problem, wir kriegen hier nicht mal Schaden. Also wenig Schaden. Wenn wir jetzt richtig timen, ist das kein Problem. Dann möchte ich jetzt einen Dilo noch Stress. Der haut aber ab. Ja, kein Problem. Level 150er Raptor ist kein Thema hier. Kommen wir also zum nächsten Dino und das ist der Terrazino. Und wir schauen mal, das Problem ist da jetzt, dass ich da selber ordentlich Schaden oben drauf nehme. Der Biber zwar auch. Wenn wir uns im Rückwärtsgang bewegen, nehme ich da nicht mehr so viel Schaden obendrauf. Wurde bisher nicht mehr getroffen. Jetzt wurde ich getroffen und bin auch direkt ausgenockt. Mal sehen, wie sich der Biber jetzt alleine schlägt, ohne dass ich drauf sitze und angreife. Und hoffentlich wachen wir wieder auf, bevor da jetzt was Böses passiert. Ja, da ist der Biber gestorben gegen den Terrazino. Wir gucken mal kurz, wie viel Leben der Terrazino denn noch übrig hat. Und ja, über die Hälfte seines Lebens ist noch da. Also haben wir 1200 Lebenspunkte hat abgezogen. Auch wenn der Biber jetzt gegen den Terrazino abgestunken hat, gucken wir uns nochmal den Rex an. Dafür spawnen wir uns mal einen rein und gehen direkt gassicher rauf auf den Rex und gucken mal, dass wir direkt Schaden reinkriegen. Jetzt haben wir ja Glück und es funktioniert. Sind natürlich schneller als der Rex, aber es ist auch schon fast ein Drittel runter von meinem Leben. Aber der Rex hat auch schon gute Blessuren auf jeden Fall. Hält uns jetzt auf Distanz, ist nicht gut. Wir müssen dann näher an die Beine eigentlich ran, um wieder Schaden machen zu können vernünftig. Dann können wir auch häufiger treffen. Der Rex sieht auch nicht gesund aus. Der Biber leider aber auch nicht. Er hat ihn gepackt! Er hat ihn gepackt! Ich bin wirklich überrascht, weil beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, musste ich selber mit reinschießen. Es ist also auch davon abhängig, was wir hier für einen Rex dann geliefert bekommen auf Level 150. Wie viel Leben hat der wirklich? Wie viel Schaden macht der? Das ist der Biber. Wahnsinn. Und diesmal haben wir hier 600 Leben noch über. Da waren letztes Mal nur 50 drauf. Was ein kleines, garstiges Vieh. Also wirklich. Schauen wir uns also mal an, wie das beim Terrazino aussieht. Der Raptor haut da jetzt leider gegen Schwein gegen. Ist aber kein Problem, weil das Schwein macht keinen Schaden. Verfälscht hier also das Ergebnis nicht. Außer, dass uns der Raptor nicht angreift, aber der war kurzer Prozess für uns hier gerade. Sieht es dann gegen den Terrazino aus jetzt, wenn wir selber kämpfen. Problem ist, da kriege ich selber oben wieder Schaden. Wieder im Rückwärtsgang aktiv, dass ich da jetzt mal was weggetankt kriege. Vielleicht vom... Jo, ei! Das war es dann für uns komplett, aber der Terrazino hat hier auch wieder den anderen Terrazino auseinandergenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Natürlich wären wir normalerweise da mit einer anderen Rüstung drauf, ne, und nicht nackt. Dennoch ist das ein kleiner Nachteil, dass wir da runterfliegen und wir nicht wirklich einen Schutz vom Terrazino haben. Aber im Nachgang besiegt er ihn, ja. Kommen wir also jetzt zum Rex. Mal gucken, wie es da aussieht. Ob wir da oben Schaden drauf nehmen. Bevor uns der Rex hier angegriffen hat, haut der Terrazino schon richtig zu und teilt richtig aus. Ich habe mein Leben jetzt nicht hochgeholt beim Terrazino, aber notfalls wiederholen wir das nochmal. Hält sich schon einiges an Damage auf jeden Fall aus, der Rex. Aber da ist er down. Da hat der Terrazino keine Probleme mit. Was heißt es also für die Kategorie? Ich gebe hier den Punkt an den Terrazino. Warum? Weil er eben gegen alle drei Dinos gewonnen hat. Anders als der Biber. Auch wenn es ziemlich krass ist, dass der Biber da gegen den Rex gewonnen hat. Und das diesmal auch sehr... Also deutlich, ne? Ihr wisst, was ich meine. So knapp war das nicht. Sollte man also aufpassen, wenn man Terrazinos sieht, dass man sich damit nicht anlegt, aber so ein Rex kann der Biber schon mal kaputt machen. Und wie häufig trifft man Level 150er Rex? Was heißt das also im Endergebnis? Der Biber gewinnt hier mit 6 zu 4. Ich liste euch das hier wieder auf, wie die Punkteverteilung tatsächlich ist. Jetzt müsst ihr wieder entscheiden, welcher ist für euch tatsächlich der beste Farmdino. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft mir und dem Kanal sehr weiter, denn so wird das Video auch anderen Personen vorgeschlagen.